Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wird nicht im Finsteren sein, sondern wird das Licht des Lebens haben. Licht, das verbinde ich ganz stark mit der Farbe Gelb. Vielleicht geht es euch ganz ähnlich. Für die Pharisäer damals, die diese Worte hörten, war das sehr seltsam. Denn für sie war Licht eigentlich, waren Gesetze und Gebote. Aber doch nicht ein Mensch. Und bei uns, wie ist es bei uns? Vielleicht auch ganz ähnlich. Wir haben vielleicht keine Gebote und Gesetze, aber wir haben so ganz unsere klaren Überzeugungen, verbunden mit bestimmten Erfahrungen, die wir gemacht haben, verbunden mit dem, was andere sagen, die wir schätzen. Und wenn wir uns nicht ganz sicher sind, dann schauen wir im Internet nach und finden dort die Bestätigung für die Meinung, die wir selber haben. Jesus sagt, ich bin das Licht. Ich zeige euch den Weg. Und er kommt hinein, mitten in unser Leben. Und plötzlich ist nichts mehr wie vorher. Aber wie kann das in meinem Leben Wirklichkeit werden? Dieses Versprechen von Jesus, ich bin das Licht der Welt. Darum soll es heute gehen und ich möchte dich und ich möchte euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir erwarten unsere Hilfe von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Wort und Treue hält und der das Werk seiner Hände, nämlich uns und die ganze Schöpfung, niemals aufgibt. Der Prophet Jesaja sagt im 9. Kapitel, das Volk, das im Dunkeln sitzt, sieht ein neues Licht, ein helles Licht. Und denen, die im Finstern wandeln, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und sein Name ist Wunderrat. Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Kommt, lasst uns miteinander Gott dafür loben. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König. Und ein neuer Morgen, und wieder bring ich dir mein Lob, was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen mag. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lob. Sing, be it.
An dieser Stelle kommt normalerweise die Textlesung. Und als ich diesen Text gelesen habe, dachte ich, ich mache es heute mal ein bisschen anders. Hallo. Ja, ich bin wieder zu Hause. Wie es war? Ich weiß nicht so richtig. Ich bin ja ganz bewusst hingegangen. Ich wollte ihn endlich mal persönlich hören, diesen Jesus. Nee, er war. Also erst habe ich gedacht, er ist ganz normal gewesen. Er war so einer wie wir. Also kein Studierter, eher so was Bodenständiges. Irgendwie so ein Handwerker, so erschien er mir. Hatte Schwielen an den Händen, die fielen mir sofort auf. Aber dann hat er angefangen zu reden und ja, das war ganz anders, als wir das tun, wir Pharisäer. Du kennst uns ja, du machst dich ja manchmal über mich lustig. Ich gebe dir zu, mit unseren 613 Geboten, das ist schon eine Menge. Wenn man überlegt, dass davon 365 Verbote sind. Wir versuchen uns viel Mühe zu geben, alles richtig zu machen. So nach dem Wort aus dem Psalm 119. Deines Wortes meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ja, sein Wort,
seine Gesetze ein Licht, eine Orientierung. Ich habe immer gedacht, so ist das richtig. Ich habe auch noch die ganzen weiteren guten, klugen Weisungen der Väter gehört. Weit über 900 Gebote. Ich wollte alles richtig machen. Und jetzt ist da plötzlich Jesus. Und er sagt, das musst du dir mal anhören. Der hat gesagt, lass mich mal überlegen. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr leben in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben, wird Licht haben im Leben, Orientierung. Und als wir ihn gefragt haben, wie kannst du sowas sagen? Da hat er gesagt, mein Leben zeugt für mich und mein Vater. Er hat von Gott als seinem Vater geredet. Das heißt, er hat von sich geredet, als ob er der Sohn des Vaters sei. Und der Sohn des Vaters ist doch Israel und nicht irgendein Mensch. Wie kann er sowas behaupten? Wie ich das finde? Ich weiß es nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass er mir alle meine Sicherheiten aus den Händen genommen hat. Keiner ist wie er. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehre. Meine geliebte Seele, das ist mein Begehren. Komm zu Haupt, Psalter und Harfe wacht auf. Lasset den Lobgesang hören. Jesus, Jesus, du bist das Licht. Es ist gut, das zu hören, dass deine Sehnsucht wir Menschen sind.
Du willst nicht, dass wir verloren gehen, dass wir uns verlieren. Wenn wir die Nachrichten hören, dann fragen wir uns, was richtig und falsch ist. Wem können wir noch trauen? Und wenn wir vor uns selber ehrlich werden, dann müssen wir zugeben, dass wir uns auch manchmal hinter mancher Schutzbehauptung verstecken. Selbst dann, wenn es um dich geht. Wie leicht halten wir dich mit unserem Wissen über dich vom Hals, uns vom Hals, anstatt zu fragen, wer du wirklich bist und was du wirklich von uns willst. Herr, komm du auf Kopf- und Herzenshöhe uns nahe. Begegne uns so, dass wir uns dir nicht entziehen können. Zeige du uns unseren Platz, unseren Weg in dieser Welt. Und gib uns dann den Mut und die Hoffnung, dass wir das Erkannte umsetzen können. Ja, Herr, schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist mein Hirte und mein Tröster. Du bist ein wunderbarer Freund. Du bist mein Heiler, mein Erlöser. Wir zwei gehören zusammen. Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt. Du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindes Hand befreit und ich weiß, ein wunderbarer Gott bist du. Ich sing zu dir, ich ruf dir zu. Heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Ein wunderbarer Gott, ich weiß, das ganze Universum preist die Größe deiner Herrlichkeit. Wunderbar bist du, wunderbar bist du. Mein wunderbarer Jesus, du bist der Fels, auf dem ich baue. Du bist mein wunderbarer König, dem ich mein Leben anvertraue. Wir zwei gehören zusammen. Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt. Du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindes Hand befreit und ich weiß, ein wunderbarer Gott bist du. Ich sing zu dir, ich ruf dir zu. Heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Ein wunderbarer Gott, ich weiß, das ganze Universum preist die Größe deiner Herrlichkeit. Wunderbar bist du. Ein wunderbarer Gott bist du. Ich sing zu dir, ich ruf dir zu. Heilig, schön und
ganze Universum preist die Größe deiner Herrlichkeit. Wunderbar bist du. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr im Dunkeln sein, sondern wird das Licht des Lebens sehen. Ich bin das Licht der Welt. Viele haben es gehört. Und einige haben es gewagt. Sie haben es ernst genommen, haben es in ihr eigenes Leben hineinstrahlen lassen, sind hinterhergegangen, haben versucht, das zu leben, haben zugeschaut, wie Jesus lebt, haben beobachtet, manches vielleicht kopiert, irgendwann kapiert und dann sind sie wieder gescheitert. Und sind neu aufgebrochen und haben es neu versucht. Immer wieder. Wie gut, dass Jesus da war. Wie gut, dass man nur auf ihn schauen musste. Sie hatten es einfacher als wir und zugleich schwerer. Einfacher, weil Jesus da war. Sie konnten einfach hinterhergehen. Er schaute sie an. Mit seinem Blick gab ihm Mut, half ihnen, ging auf ihre kleinen Zwischenfragen ein. Aber sie hatten es auch schwerer, denn es war nur ein Mensch, der da vor ihnen stand. Jemand aus Fleisch und Blut und rundherum lief alles wie sonst. Nichts hatte sich verändert, obwohl er diesen riesengroßen Anspruch hatte. Und sagte, ich bin das Licht der Welt. Ja, wo denn war dieses Licht zu sehen? Von Karfreitag und Ostern wussten sie nichts. Sie gingen ja nur hinterher. Und wir? Wir haben es einfacher und schwerer zugleich. Schwerer ganz sicher, weil Jesus nicht mehr einfach sichtbar da ist. Wir können ihn nicht mehr so sehen. Wie damals, nicht mehr so klar und deutlich dieser Lichtschein, dieses beeindruckt werden, wie Jesus reagiert und überrascht und anders ist und doch so besonders und großartig. Aber auch leichter, denn wir kennen die ganze Geschichte. Wir haben erlebt, gehört, gelesen und gespürt, dass das wahr ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er zurückgekommen ist, dass er heute hier lebt, an jedem Ort, wo ich gerade bin, nicht nur irgendwo an einem Ort, sondern gerade da, wo ich bin, ist er da. Was für ein Geschenk. Was bedeutet das nun auf diesem Hintergrund, Jesus nachfolgen, diesem Licht nachfolgen. Was auffällt ist, dass Licht besonders dort hell ist, wo es um uns herum dunkel ist. Das gilt auch für die Farbe Gelb, die für mich für Licht steht. Wenn es darum herum ein bisschen dunkler ist, dann leuchtet das Gelb viel mehr. Ich habe bewusst Blau genommen, weil Blau eine Farbe des Vertrauens ist, steht auch für Intelligenz und für Verlässlichkeit, für Treue. Deswegen schmücken sich Banken oft gerne mit Blau. Blau.
Darum geht es, wenn ich Jesus verstehen möchte, wenn ich dieses Wort verstehen will, dann geht es darum, dass ich zunächst vertraue. Dass ich es wage zu vertrauen, dass ich es wage, das ernst zu nehmen, was Jesus sagt. Egal, ob ich das sofort verstehe oder nicht. Aber dass ich mich darauf einlasse. Wo ich das wage, fängt das Bibelwort, fängt dieser Anspruch Jesu an zu leuchten. Aber wie mache ich das? Ein wunderschönes 3D-Beispiel hat uns Gott geschenkt, wo wir das sehen, spüren und erleben können. Und das ist der Gottesdienst. Der Gottesdienst beginnt in dem Augenblick, wo ich mir die Frage stelle, gehe ich heute zum Gottesdienst? Und mich entscheide zu sagen, ich gehe heute. Und mich auf den Weg mache. Nachfolge bedeutet, dass ich im Grunde das, was ich verstanden habe, umsetze. 168 Stunden hat Gott mir in der Woche geschenkt. Für eine Stunde in dieser Woche hat er eine Idee. Wer findet eine ziemlich gute Idee, deswegen kommt sie in der Bibel ziemlich oft vor. Und wir sind eingeladen, das zu tun. Nachfolge heißt, dass da, wo ich etwas begreife für mich, dass ich sage, ich tue das. Nachfolge bedeutet, dass ich das, was ich verstanden habe, dass ich dem mehr vertraue als meinen eigenen Prioritäten, meiner Bequemlichkeit, meinen Arbeits. Nur ein kleiner Schritt. Ein Wagnis. Da, wo ich etwas verstehe. Dann komme ich hier im Gottesdienstraum an. Der zweite Teil des Gottesdienstes. Und hier steht am Anfang Gebet und Gesang. Wir loben Gott, wir danken ihm, wir bitten ihn, wir bringen unsere Abgründe vor ihn. Wir bringen das zusammen, unser Leben und ihn. Und er bringt seine großen Ideen mit uns zusammen. Und irgendwo können wir das erleben, indem wir mit ihm ins Gespräch kommen. Jesus als dem Licht der Welt nachzufolgen, bedeutet im Grunde, dass ich mein Leben, meine tiefsten Abgründe, das, was ich vor allen verstecke, aber auch das, was aus mir herauskommt, wo ich mich unendlich freue, dass ich das zu Jesus bringe und mit Jesus in Verbindung bringe. Dass ich sozusagen alles, was mich bewegt, zum Gebet mache. Und dann geht der Gottesdienst weiter. Dann kommt die Zeit, wo ich schweige und höre. Wo jemand hier vorne steht, der, wie fragwürdig er vielleicht mir auch erscheint, wie stümperhaft er mir vorkommt, wie schräg seine Gedanken auch mir erscheinen. Hier steht, weil Gott gesagt hat, mir gefällt es, durch Menschen zu reden. Und er darum sagt, nimm das ernst. Für mich ein wunderschönes Gottesdienstgebet an dieser Stelle ist ein Gebet, was Samuel, der Prophet Samuel, betet ganz am Anfang seiner Begegnung mit Gott. Rede, Herr, dein Knecht hört. Nachfolge, da geht es genau darum, dass ich
sozusagen das Alltagsbuch meines Lebens aufschlage und hineinschaue, wo Gott mir hier mitten in meinem Alltag begegnen möchte. Durch Worte von anderen Menschen. Manchmal, bei mir sind es oft Nebensätze, die ich höre. Manchmal auch ein Verhalten eines anderen, das mich überrascht und mir etwas vor Augen führt. Bibelworte, die ich lese und die plötzlich genau in mein Leben hineinpassen. Ich schweige und höre und spüre nach, was das in mir zum Klingen bringt und wo Jesus sagt, geh den Weg, geh diesen Weg. Ich bin das Licht, ich gebe die Orientierung im Leben. Und im Gottesdienst geht es dann so weiter, dass am Ende dann die Kollekte kommt, dass ich das, was ich habe, mit anderen teile, damit auch andere etwas haben zum Leben. Und dass ich in die Welt hinausgehe und das, was ich begriffen habe, in die Welt hinaus weitergebe. Und das ist der letzte Schritt der Nachfolge. Dass ich das, was ich verstanden habe, weitergebe. Dass ich das einfach umsetze. Dass ich es wage. So groß oder klein es auch ist. Einfach etwas wage, etwas, was mehr ist als das, was ich bisher gemacht habe. Sozusagen aus meiner Komfortzone hinauszugehen und einen ganz kleinen Schritt weiterzugehen. Hinter Jesus her. Nachdenken und gehen. Singen und beten. Schweigen und hören. Teilen und gehen. Das sind die Elemente von Nachfolge, einem Hinterhergehen hinter Jesus. Und wo ich das wage, da passiert etwas sehr Interessantes. Da ist es nämlich so, dass sich mein Leben verbindet mit diesem Strahl. Und vielleicht merkt ihr das, da wo Treue und Licht sich verbinden, da wird es grün. Da kann etwas Neues wachsen. Da entsteht plötzlich Hoffnung. Da entsteht plötzlich Licht. Deshalb ist es gut, den Glauben zu üben. Man muss ihn nicht wissen. Aber das, was ich verstanden habe, ist einfach auszuprobieren, egal wie klein mein Glaube ist. Es kommt nicht darauf an, dass ich viel glauben kann oder viel glaube. Entscheidend ist, dass ich das Wenige zusammenbringe mit meinem Vertrauen und es vermischen lasse und vertraue, dass daraus etwas entstehen kann, etwas wächst. Glauben üben. Das Wort üben kommt von dem Wort üben. Ein Feld bestellen heißt es ursprünglich. Und ich finde es ein wunderschönes Bild für Nachfolge. Nachfolge bedeutet, dass ich ganz kleine Taten wage. Und indem ich sie wage, sehe ich sie sozusagen in die Muttererde meines Alltages. Und vertraue darauf, dass Gott daraus etwas wachsen lässt. Etwas Besonderes, Einzigartiges, Unverwechselbares, dass mein Leben anfängt zu blühen. Denn das ist
Gottes Sehnsucht. Und das meint er damit, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr in der Dunkelheit wandern, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mir vertraut, dessen Leben wird aufblühen wie eine Blume. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen, und wie bring ich dir mein Lob, was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen hat. Lass mich noch singen, wenn der von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Jesus,
Du bist das Licht. Du stehst vor uns und schaust uns an. Und dein Blick fragt, willst du mir folgen? Du willst uns herausführen aus dem Bescheidwissen ins Fragen, aus dem kalten Wissen in eine Begegnung mit dir. Denn dein größter Wunsch ist, dass wir nicht verloren gehen. Darum kommen wir zu dir, denn wir wüssten nicht, zu wem wir sonst kommen sollten. Und bitten dich, hilf uns, dir zu vertrauen. Hilf uns, dir hinterher zu stolpern, koste es, was es wolle. Denn du gibst, was wir brauchen. Amen. Und gemeinsam beten wir, wie wir seit Jesus und wegen Jesus beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich bin bei dir alle Tage. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Through my veins, I'm not.
Wünsche ich euch einen ganz gesegneten Sonntag. Alles Gute. Bleibt behütet.